Alles klar, wir schreiben den 6. Hesinde und ihr werdet geweigt durch den Klatsch. Ihr liegt allesamt in eurer, ja, in dem großen Schlafsaal und es ist alles ziemlich laut, könnt ihr feststellen. Die Sonne ist noch nicht ganz aufgegangen, aber just in dem Moment, wo ihr wach werdet, euch kurz orientiert, wo ihr liegt, könnt ihr sehen, dass Jalan und Ragnar in der Tür stehen, schmutzstarrend. Und ziemlich kaputt aussehen. Einige rote Kletten hängen an ihrer Kleidung. Der Klatsch, ihr könnt ihr durch die Fenster hören, die geschlossen sind. Die Sonne ist noch irgendwann am Aufgehen. Also es ist ganz, ganz entfernt zu ahnen. Muss wohl noch, ja, sehr früh am Morgen sein. Der Klatsch spricht davon, dass, ja, mal wieder irgendwelche Freischärler in, ja, in eine Festung eingedrungen sind und wieder für Krach und Radau gesorgt haben. Also das Übliche, was man hier so tagtäglich hat, wenn man mit maraskanischen Freischärlern zu tun hat. Guten Morgen, ihr beiden. Morgen. Recht früh war. Oh, hier hat man gut geschlafen. Ja, aber was ist mit euch los? Schaut mal aus dem Fenster. Kasim, geht zum Fenster und guckt doch mal raus. Die Festungstürme sind hell erleuchtet. Fackeln brennen und zwar noch und nöcher. Und auch an dem riesigen Ruhr- und Grorplatz kannst du eine ziemlich große, ja, Lichtquelle sehen. Über die Bucht hinüber, die große Zitadelle, auch die ist hell erleuchtet. Und du kannst viele Wachen sehen, die auf den Straßen umherpatrouillieren und ja, Leute aus ihren Häusern herausziehen. Das Übliche. Also, sind die Gebäude erleuchtet oder brennen die Gebäude? Sie sind erleuchtet, sie brennen nicht. Okay. Aber wenn du noch einmal aus dem anderen Fenster wieder zurückguckst, ja doch, das ist keine Fackel. Etwas weiter im Norden, hinter den eigentlichen Türmen, kannst du einen schwarzen Felsen sehen und der raucht. Weiß ich, was dieser schwarze Felsen ist? Nein. Was ist das da hinten für ein schwarzer Felsen, da wo es qualmt? Das ist die Speerspitze Xaphais. Verzeiht. Jedenfalls ist das eines der Insancta von Ronras Widersacher. Und Ragnar hat es in Brand gesteckt. Ihr habt was getan? Ihr habt ein Insanktum angezündet? Wir sind reingeschlichen, wir haben das Insanktum angezündet und Bellarion Manning den Arm abgeschlagen. Alle Achtung, lasst uns euch erstmal ein Frühstück ausgeben. Du siehst ja, dass du Belharion mit den Arm abgeschlagen hast. Ich bin mir ganz sicher. Ja, dann zieht aus seinem Ärmel heraus. Du denkst erst, er hat einen Dolch. Es ist ein Nachtwind, der etwa einen halben Spann über dem Griff abgebrochen ist. Und hier ist die Klinge, die es geleistet hat. Ha, bei der Schönheit der Welt. Da seid ihr jetzt in der Stadt bekannt, oder? Ich hoffe doch nicht. Ich hoffe, dass der Klatsch zumindest die Freischärler, die hier solche gute Dinge tun, zumindest nicht verrät. Das hat sicherlich nicht. Aber hoffentlich hat niemand sonst was mitgekriegt. Ist der Beharium Manning gegangen oder weiter noch auf dem Weltendiskus? Das ist schwierig zu sagen. Ein normaler Mensch würde die Wunde vermutlich nicht überleben. Der ist kein normaler Mensch. Genau, entsprechend ist es möglich, dass das nicht das letzte Mal war, dass wir ihn gesehen haben. Dann würde ich ja gerade behaupten, sollten wir jetzt A, den anderen Bescheid sagen und B, dafür sorgen, dass wir möglicherweise ganz schnell abreisebereit sind, falls wir hier rausflüchten müssen. Das ist ja scheiß Taverne. Wir sollten uns vor allem bewaffnen, nur für den Fall, dass jemand hereinstürmt. Gut, ja, dann die Geschichte will ich nachher von dir hören. Von dir, nicht von Ragnar. Ich weiß nicht, was der mir erzählt. Also gut, Männer, macht euch reisebereit. Alle Sachen, die ich jetzt hier für euch ausgebreitet habe, zusammenräumen. Jeder nimmt das, was er tragen kann. Ja, Gera, nimm. Und dann, so wie wir es geplant haben, wir schauen uns mal um. Bringt eine Lizenz abluchsen und ein Boot kaufen oder mieten und dann hier raus, zusammen mit dem Nebel. Ich hoffe, die Stadt ist nicht komplett gesperrt wegen dieser Dummheit. Wir kommen erst abends hier raus. Die fahren erst abends bis nachts, die Schiffer. Das ist perfekt, dann sehen Sie uns ja eigentlich noch weniger, wenn wir im Schutz der Masse nach draußen gehen. Genau. Wenn wir jetzt rausfahren, sind wir das einzige Boot, was raus will und wir sollten ein wenig Vorsicht walten lassen. Jalan, ist dieses Insanktum ein Gebäude?
Nun ja, es ist eine riesengroße schwarze Festung. In der Mitte stand ein Dämon, 4 Schritt hoch. Wie sah der aus? Er war unförmig und hat sich geändert. Er hatte viele Arme und ich glaube einen Schnabel. Und er hat geschrien, als hätten sich die Niederhallen selbst aufgetan. Ich schmeiß mal eine Magiekunde plus 7, ne? Oder sind die Dinger inzwischen so bekannt, dass das auch so geht? Magiekunde plus 7. Wie gesagt, du bist nicht so sehr viel mit dem Mond in Berührung gekommen. Ah, ist aber geschafft. Das. Ich habe nur gerüchteweise davon gehört. Vermutlich ein Schruf. Ein grausiger Gegner. Ja, es schien ganz so, als wollte der gute Belarion seine Rüstung unbedingt zurückhaben. Was? Und Ragnar hat ihm die Rüstung gestohlen. Ist das jetzt eine besondere Rüstung? Eine, die niemand tragen sollte, wenn der sie getragen hat. Weswegen wir sie auch im Dschungel vergraben haben. Was hast du an den Arm? Du blutest. Ja. Sie haben mich gestochen. Ihr habt sie im Dschungel vergraben. Wie seid ihr in den Dschungel gekommen? Wir sind hereingelaufen. Seid ihr aus der Stadt gekommen? Wir sind herausgelaufen. Wo? Wie? Wir sind auf einen der Türme geklettert, haben einen der Kamortgardisten zu Boron geschickt und ich habe seine Rüstung getragen. Seid ihr verdammt nochmal auf den Kopf gefallen? Hey, das muss ich mir von euch nicht anhören lassen. Ich fasse das nochmal einmal zusammen. Ihr seid auf einen Turm geklettert, habt einen Kamortgardisten erschlagen, seid in eine Belhalla, In Sanctum. Verzeihung, Ronna, ich habe das gerade nicht gesagt. Ihr seid in ein Sanctum eingedrungen und habt einen Hochpaktierer, einen Ordenshochmeister erschlagen. Ganz recht, seine Rüstung das ist geklaut. Schon mal einer mehr als ihr. Habt ihr ja großartig gemacht. Eins steht fest. Fex war auf eurer Seite. Alle Götter waren auf unserer Seite. Also, ich würde da viele Dinge zumuten, aber den Fex würde ich da rauslassen aus der Idee. Das nimmt ihr uns bestimmt übel. So unverschämt viel Glück, wie die dabei hatten. Ah, das war Mut und Kampfkraft. Beides besitzt Yalan. Ihr könnt ja wirklich viel behaupten, aber solange ich nicht den abgeschlagenen Arm von Manning hier vor mir sehe oder irgendeinen anderen Beweis für eure Dummheit, na, vielleicht habt ihr auch einfach nur irgendwas angezündet. Ich glaube nicht, dass er lügen würde. Erstens das. Danke sehr. Zweitens führen wir euch sehr gerne in den Dschungel, da könnt ihr die Rüstung selbst begutachten. Ach ja, na klar. Der Beweis, Ragnar hat eine Rüstung gestohlen und der einzige Beweis, diese Rüstung, liegt jetzt im Dschungel, irgendwo, vergraben, na klar. Wir wollen doch sowieso in den Dschungel, warum nicht einfach nachschauen? Wir haben die Stelle markiert, ich bin mir sicher, dass Ragnar hier sie auch wiederfindet. Wenn er sagt, dass er den Arm abgeschlagen hat, dann glaube ich ihm das. Aber heute ist kein Beweis. Außerdem, Vibon, wir haben hier doch Besseres vor. Egal wie es jetzt ist, sie haben das in Sanctum brennt. Ob jetzt Belarion Manning tot ist, ein Arm abgeschlagen ist oder er unversehrt ist, sofern man das in seinem Zustand in dieser Form der Verdammnis überhaupt noch sein kann. Es ist auf jeden Fall eigentlich eine gute Situation. Vibon schüttelt mit dem Kopf. Also eigentlich wäre die Situation wäre gut und fixgefällig, wenn sie mit uns abgesprochen und geplant gewesen wäre und wir sie als Fluchtoption genutzt hätten, um alle in den Dschungel zu kommen, um die Rüstung zu vergraben. Wir wären aber nicht alle nach draußen gekommen und wir wären auch nicht alle in die Burg hereingekommen. Dann zumindest bin ich ja nicht beruhigt. Ungesehen. Wie seid ihr eigentlich reingekommen, Yalan? Seid ihr da vorher rangegangen und habt geklopft? Nein, wir sind geklettert. So heimlich. Du. Ich bin stolz auf dich. Das war Fex auch. Schließlich hatten wir Glück. Wir sollten auf jeden Fall uns jetzt nicht drüber aufregen, was passiert ist oder nicht passiert ist, sondern das Beste daraus machen und unsere Flucht aus dieser Stadt weiter planen.
Also gut, dann ziehen wir uns irgendwo anders hin zurück. Ich will nicht in einer Taverne sitzen, die das Freie Königreich heißt und ja, die wahrscheinlich im Laufe des Tages kontrolliert wird, während wir hier drin sitzen. Ja, dann Ihr habt recht. vielleicht sollten wir uns auch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir jetzt dieser riesen Klüngel rumlaufen sollten. Gut, dann trennen wir uns. Und zwar sind heute Abend wieder sozusagen vielleicht halbwegs verkleidet beim Haus des Segenreichen Meeres. Wir tun so, als wir treffen uns hinter dem Haus des Segenreichen Meeres. Ei. Also gut, kurz vor den Regenfällen. Ich sag mal so zur 16. Während des Stunde. Regens, wenn der Regen gerade angefangen hat, dann wollen wir uns dort ungefähr treffen. Das heißt, jeder, der bemerkt, dass es regnet, kann auch dahin laufen schnell. Also Denn gut. die Fischer fahren nicht los, wenn es anfängt zu regnen, sondern wenn der Regen aufgehört hat. Dann haben wir noch genug Zeit für unsere Planung, die wir dann vor Ort schnell treffen müssen. Die Fischer fahren los. Ich hätte gern den Regen mitgenommen. Naja. Das tun sie Ja, aber das nicht. können wir uns ja aussuchen. Wiborn, wie viele Männer haben wir denn insgesamt? Also ich schätze, in einem so einem Boot passen vielleicht 6 Mann und die Ausrüstung. Wir werden wahrscheinlich mehrere Boote brauchen. Ich habe zwar ein bisschen Gold von Kapitän mitbekommen. Das sollte vielleicht reichen. Ich werde mit der Frau, die es verkauft, nochmal sprechen. Wie viele Boote brauchen wir? Wie wäre es denn einfach, wenn wir nicht mit der Frau sprechen? Ich habe mindestens 5 Boote gesehen von Leuten, die rausgefahren sind. Das ist einfach nur so eine Art Beflaggungsspiel, was die hier machen. Wenn wir die Leute sozusagen ansprechen, mit Waffengewalt in ihr Boot zwingen, das Ding rausfahren, die richtige Beflaggung aufziehen, kommen wir einfach gemütlich raus. Ja, die sind zwar etwas verwirrt oder folgen dem falschen Prediger, aber das sind keine schlechten Männer hier oder Frauen. Genau. Die kommen einfach gefesselt ins Boot. Sobald wir draußen sind, drücken wir denen noch jetzt hier von mir aus ein, zwei Dukaten in die Hand, entfesseln sie. Sie können ihrer Arbeit nachgehen. Sie wurden entführt. Sie haben 2 Dukaten bekommen. Sie werden einen Teufel tun. Sie können ja von mir aus uns verraten, aber dann sind wir A schon lange weg und B, sie wissen selber, dass sie da nicht in Teufelsküche kommen. Also werden sie ihrem Job nachgehen, das tun, was sie sonst auch tun. Und wir sind schon lange weg und ja, die Leute mögen uns vielleicht nicht, haben aber auch erkannt, dass wir ihnen nichts getan haben und haben ihnen nur Gold zugesteckt. Also gut, dann pirschen wir uns, ich würde einfach mal sagen, 3 Meilen Richtung Süden und dort einfach in Richtung des Dschungels. Diejenigen, die zuerst dort aufschlagen, die Man schlägt Fischerboote werden Feuer. ja erkennen. Ah, nicht unbedingt Feuer, aber man wird dann am Strand irgendwie warten, verdeckt, verborgen. Jeder dann Jeder für dann. sich selbst und ich hoffe, wir verlieren uns nicht. Das heißt, über mehrere Boote verteilt, vielleicht auch über mehrere Stunden verteilt. Wer als erstes ein Boot bekommt, der kann schon damit aufbrechen. Naja, wir könnten schon Feuer machen, wir müssten das nur nach Norden hin abschirmen. Gut. Da würde ein einzelner Fackelschein reichen. Genau, wir müssten eine kleine Fackel aufstellen, die nach Norden hin abgestimmt ist und also von Norden aus nicht sehen kann. Das heißt aber, wenn wir dran vorbeifahren, irgendwann werden wir dann sozusagen an dem Feuer, wo wir dran vorbeifahren, das sehen. Dann können wir dort ja einlegen, dann sind wir alle wieder zusammen. Denn wenn wir uns verstecken an der Küste in der Nacht, werden wir uns nicht finden. Jetzt können wir auf dem Markt noch eine Blendlaterne kaufen für jeden. Ich habe eine Blendlaterne dabei. In Dijan. Die Stabfackel. Sicher, das geht auch. Was könnt ihr eure Stäbe denn alles verwandeln? Ein Seil? Eine Fackel? Wenn ich da bin, wo ich will, Rückenkratzer? in ein gleißendes Schwert aus Flammen. Ah, das will ich erstmal sehen. Kann ich noch nicht. Frag, wenn wir dann wieder an Bord sind, mal Helena. Ich merke das schon, du hast auf der Seeadler gelernt, wie man Seemannsgarn erzählt. Er lächelt. Ja, wenn es mal Seemannsgarn wäre. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Momentan Fackel und Seil. Aber die Fackel ist hier das praktischere Objekt. Magister Kasim, ich höre euch vielleicht nicht immer ganz aufmerksam zu, aber ich bin auch kein Idiot. Ihr seid dem Eis doch zugetan und nicht dem Feuer. Feuer ist nicht das natürliche Gegenteil von Eis. Nein? Aber Eis schmilzt doch Nein. im Feuer. Eis schmilzt im Feuer, aber das natürliche Gegenteil von Eis ist Humus. Aha. Aber klären wir das, wenn wir Zeit haben. Während einer Freiwache auf dem Schiff. Und dann sehen wir mal so, dass wir aus der Stadt kommen. 2 Uhr, wie teilen wir uns auf?
Also, wir haben einmal Yala mit einer Blindlaterne, wir haben Magister Prodigian mit einer Stablaterne und Magister Kasib. Wenn ich das richtig sehe, dann... Je ein Boot sollte ein Licht haben. Je ein Boot, ein Licht. Die Kämpfer sollten auch gleich verteilt sein. Also gut, dann er schiebt ein paar Figürchen herum auf der Maraskan-Karte und deutet damit dann die verschiedenen Leute an. Stellt sie dann auch in den kleinen Keller, wo ihr euch beziehungsweise in dem Gastraum oben im, ja, im Schlafsaal, wo ihr euch noch aufhaltet. Die Leute stellt ihr dann so zu, dass Yalan dann die Alchemistin bekommt, den Halbelfen Ferjarion, sollte Patro und seine Knappen selber. Brindigian wird zugewiesen Sari Treublatt, die Navigatorin, den Vollmatrosen Mopane, Borgwurm, den Zerstückler und Viborn fährt auch mit. Und Kasim bekommt dann Mira Izabu mit, den Vollmatrosen Söldner Gunnar als Kämpfer, Gerion als Schützen. Sodass, ja, Elfadaios sich dann selbst zuordnet Yalan und Nico ordnet sich Brindigian zu und Ragnar kommt dann bei Kasim mit. Ei. Also wenn wir uns da abends die Fischerboote kapern, ich glaube, das wäre vielleicht ein ganz guter Moment, um das, wenn wir diesen Stegbereich in Nebel hüllen könnten. Vermögt ihr das, Magister Kasim? Ja, allerdings, diese Formel ist nicht ganz trivial. Sie dauert ungefähr 5 Minuten, bis die Wirkung eintritt. Damit müsst ihr kalkulieren. Und wenn ich einen Orkan entfessel, brauche ich dafür noch etwas länger. Da gehe ich auf Nummer sicher. Nun, ein Orkan muss es ja nicht gleich sein. Ich will nur nicht sehen, wie irgendjemand auf dem Steg sieht, wie wir die Leute da bewusstlos schlagen. Ich könnte den gesamten Hafen in Nebel hüllen. Zumindest diesen Bereich. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das heißt, du nimmst dann die letzte Gruppe und hüllst nach uns alles in Nebel? Nee, schon Anfang an, damit wir die Besitzer der Boote überwältigen, dass das nicht gesehen wird. Ah, okay. Einfach Nebel erzeugen ist einfach. Das mit einem minimalen Kraft- und Konzentrationsaufwand verbunden. Da wäre danach auch durchaus noch Platz für ein, nennen wir es mal, Notfallmanöver. Ein Flammenschwert meinst du? Nein. Ja, doch, noch den Orkan. Ja. Lassen wir mal die Streitrosswagen im Stall. Aber das mit dem Nebel ist machbar. Gebt mir ungefähr 5 Minuten vorher Bescheid. Ich werde mich dann ein wenig konzentrieren müssen. Währenddessen bin ich für Planung und so weiter nicht mehr zu haben. Dann müssen wir anderen dafür sorgen, dass dich niemand unterbricht oder uns in die Nähe kommt, während du deinen Zauber sprichst. Ei, genau. Ich bin dafür, dass ich noch ein falsches Gerücht in Umlauf bringe, meldet sich die Hohen Propriesterin. Ich könnte das Klatschnetzwerk einfach dafür sorgen lassen, dass es Gerüchte von einem weiteren Überfall gibt, irgendwo weiter im Süden. Was haltet ihr davon? Weit weg vom Hafen. Ich finde aber das lieber gut. Im Norden, oder? Wir wollen noch in den Süden fahren. Achso, ja, also im Süden der Stadt dachte ich. Also irgendwo in Richtung des Heims der Schmerzen oder beim Warbrat-Tempel. Waren im Süden nicht auch die Schweine, von denen ihr gesprochen habt? Genau. Setzt doch das Gerücht, sobald wir, also irgendwie, setzt das Gerücht früh genug, aber auch nicht zu spät, bevor wir uns sozusagen treffen, in Umlauf, dass jemand die Schweine entfesseln will. Das könnten wir auch machen. Sodass, das ist nicht, was wir jetzt tun wollen, aber dann werden sie das Gehege erstmal bewachen oder zumindest, ja. Ja, das wäre ich tun. Wäre ideal. Solange wir die Wachen, die wenige Konzentration, die irgendwo am Hafen ist, in Richtung Süd konzentrieren und sie sich nicht auf den Norden, da wo das Haus des Segenreichen Meeres sich befindet ist. Genau. Also gut, dann bis heute Abend.
Bis heute Abend. Und so trennen sich die Gruppen auf. So trennen sich die Gruppen und können mit dem langen Warten beginnen. Vielleicht noch bei dem einen oder anderen Markt vorbeischauen und sich die exotischen Spielzeug besehen. Ja, ja, sich mit den Leuten unterhalten oder sich einfach nur still in eine der Gassen verzieht. Ihr bemerkt auf alle Fälle, dass die Wachen erhöhte Brutalität aufweisen und sich jetzt nicht nur die Kamortgardisten auffällig daneben benehmen, sondern auch die Rote Legion. Und ja, sehr, sehr viel Brutalität gerade vorherrschend ist. Aber ihr schafft es, in den Schatten zu bleiben. Und dann erreicht euch das Klatschnetzwerk. Ah, okay. Ja, gut, Entschuldigung. Das Klatschnetzwerk berichtet davon, dass verschiedene Fremdigis im Süden bei Fremdigibor ja, bei den Gehegen der Stachelschweine eingebrochen sind. Oder es vorhaben. Das Klatschnetzwerk ist sich nicht ganz sicher. Man spricht von bereits zwei toten Fremdigis, die in den Gassen liegen und am Gift gestorben sind. Und bemerkt, dass etwas Bewegung durch die Stadt geht und viele rote und schwarze Gardisten von Norden in Richtung Süden gehen. Mit Waffen in ihrer Hand, mit Schnittern, mit Nachtwinden bekleidet, gehen sie und ziehen ab. Ihr könnt sehen, dass die Leute im Hafen sich darum nicht so sehr kümmern und weitere ja, Fischer nach und nach das ja, den Hafen verlassen durch die kleine Bucht. Und dann setzt der Regen ein. Ja, noch bevor es soweit ist, noch ja. Bevor der Abend kommt, wollte ganz gerne hier Gilligin noch einmal kurz an Brinjan reinreichen. Lass mal gucken, ob wir hier irgendwo noch eingelegte Jagernuss kaufen. Ich hätte ganz gerne noch ein paar eigene. Wie viele haben wir denn dabei? Das weiß ich nicht, aber ich hätte ganz gerne noch ein paar eigene für mich gekauft. Kannst du bekommen? Eingelegt, also haltbar. Ansonsten wird dir gesagt, dass sie sehr schnell sehr stark eingelegt, werden. Eingelegt, genau. Eingelegt, die werden steinhart und dann kann man sie nicht mehr essen. Ja, ich hätte ganz gerne welche eingelegten Öl. Ja, kannst du bekommen für einen Spottpreis. Normalerweise... Ja, ich würde ganz gerne zusammen, dass es mit dem Öl und dem Nuss zusammen 1 Kilogramm nur wiegt. Okay. Aber dann wird das mit 1 Kilo in meinem Reiserucksack als Planungsgewicht noch immer passen. Andere bevor wir auch... Wie viele Jagernüsse sind das, die da drin sind dann? Oh, ich glaube 3 Stück oder so, ich weiß nicht genau, wie viele sind. Ich sag einfach mal 3 Stück. Retigian? Ja, ich werde mich auch noch ein bisschen mal von der Stadt verabschieden, bevor wir losgehen. Irgendwie so am Nachmittag gehe ich dann nochmal raus und rufe zu so einem der Türme nach oben. Preise die Schönheit, Bruderschwester. Verdimashida, die Schweigsame, lässt der Fromold aus Sinobab, der derzeit in Jägernwald ausrichten, dass ihr Bein wieder gut verheilt ist. Und außerdem grüßt Brindigian die Schneiderin Sephirajida und Ramelusab aus Zashogin. Es geht ihm gut und er wird seine Mütter bald wieder besuchen. Vielen Dank. Und das Ganze wird dann über ein weiteres Fenster ja, weitergereicht, sodass es demnächst in der ganzen Stadt zu hören ist. Übrigens kann euch auffallen, und zwar allen, dass ja, merkwürdigerweise ungefähr 50-60% der Maraskaner jetzt Mützen tragen in verschiedenen Farben. Sie sind genauso gefährlich wie Fantasie. Brindigian werden natürlich weitere Gerüchte mit auf den Weg gegeben. Grüße in Richtung Kunchum, Grüße in Richtung von Jägern und Montuzak. Dem einen oder anderen geht's gut, dem einen oder anderen geht's schlecht. Man kennt das ja. Ansonsten ist alles beim Alten und auch das freut sich. Sehr gut, werde ich mir merken und weitergeben. Gut. Ist man dabei, wenn Brindigian das sagt? Weil wir eine Gruppe gerade sind? Vermutlich, das würde ich dann machen, während wir losgehen oder während wir gerade Nüsse kaufen sind. Hast du jetzt etwas ins Klatschnetzwerk eingespeist? War das irgendwie eine Geheimbotschaft oder war das jetzt... Nein, das war keine Botschaft. Ich habe nur eine Nachricht weitergegeben, die ich gehört habe und ich habe meine Mütter gegrüßt. Okay, ja, gut. Ich kenne das, es gibt in anderen Sprachen schon mal so Ersetzungsworte, da benutzt man ein Wort für ein anderes. Aber ich dachte, das wäre hier auch so der Fall. Oh, das stimmt. Das macht ja... heißt die wohl ein Grohrpriest? Oder noch mal? Emira Misabu macht das ja auch, wenn sie nur Gerüchte verstreut, die jemanden warnen sollen. Aber das war nur eine einfache Nachricht. Ja, okay. Gut, dann, nachdem der Tag vorbei ist,
Letztes Mal Zivilisation von Maraskan. Möchte irgendjemand irgendwas kaufen, was total wichtig ist? Haben wir Haumesser dabei? Habt ihr. Die sind im Gepäck für jeden dabei. Wasserschläuche und so weiter haben wir auch alles, nehme ich an. Ja, die sind sogar besonders gefertigt und das Leder ist eingeölt, eingefettet, eingerieben, sodass sie nicht wegfaulen, weil man kann wohl auch den ganzen Tag über hören, dass ja, Leder sehr unter dem maraskanischen Klima leidet und es nach ungefähr einem Monat verfault ihr die Trinkflasche in der Hand weg. Das ist bei Lederrüstung allgemein auch so. Nur das gute eingeriebene Holz bleibt bestehen und auch Metall ist noch wesentlich beständiger, aber alles, was irgendwie ja, tierisches Produkt ist, also Leder, wird sehr, sehr schnell unter dem Dschungel leiden. So zwei, drei größere Töpfe wären noch wichtig, um Wasser abzukochen. Einen Topf hat der Expeditionsleiter Viborn mit. Wenn du nur noch einen zweiten Topf haben willst, dann funktioniert das natürlich auch. Kannst du den kaufen? Ja, okay. Gut, FNG. Kaufen nichts, danke. Gut, Kasim. Bis dato auch nichts. Ja, Alan. Unter der Annahme, dass ich alles habe, was in meinem Inventar aufgelistet ist, nichts, nein. Genau, also das, was jetzt im Forum im Inventar steht, das habt ihr dann alles besorgen können oder hattet ihr bereits in eurem Gepäck, weil ihr sowieso schon damit rumlauft und ihr dann nur noch auffüllen müsstet, das könnt ihr alles bekommen. Ausrüstung für den maraskanischen Dschungel gibt es hier nachgeworfen. Beziehungsweise doch, mir fällt gerade ein, ich würde ganz gerne noch losgehen und in Vorbereitung für unsere Abreise ein kleines Fläschchen Lampenöl kaufen. Öl, okay. Um das dabei Verbrennende dann ersetzen zu können. Ich möchte auch eine Information in Erfahrung bringen. Und zwar bei einem der Fischer, wann die Muräne Brynjit immer ihre Predigt gibt. Meistens morgen um 10. Also das unterscheidet sich nicht so sehr von den anderen Predigten aus dem Effa-Tempel. Das ist meistens auch so bei euch. Mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, mal mit der Flut. Mal mit der Ebbe, aber die Zeit ist dir so vertraut. Okay. Und wo machst du denn das? Machst du das im Tempel? Ja, genau, in ihrem, in dem Ex-Effa-Tempel, mittlerweile Charybdor-Tempel. Okay. Möchtest du dabei sein? Ja, ich würde mich gerne, nachdem die Predigt begonnen hat, irgendwie hinten. Also durch den Eingang reinkommen, mich in die letzte Reihe setzen, dass ich da nicht so auffalle, aber zuhören kann. Im Prinzip sagt sie auch nicht so sehr viel Neues. Das Prinzip wird nochmal erörtert. Es sind auch eine ganze Menge da, gerade Fischer. Und sie erzählt so gerade eine Geschichte von... Ich muss gerade mal was raussuchen. Es sind zumindest die nehmenden Aspekte von Charybdoroth und die gebenden von Effort. Also sie nimmt auch hier seinen Namen in den Mund. Ja, in Fadaos blumt da nicht der Zorn auf, sondern das Mitleid, dass sie sich so verirrt hat und das nicht sieht, obwohl die Wahrheit doch ja, sich an ihrem Körper oder die Lügen an ihrem Körper in Form von Schuppen beginnen abzupellen. Das arme, arme Ding. Sie berichtet von einer Sage von alten Seemännern, die von riesigen schwarzen Möwen berichtet, die ausgeschickt werden aus großer Tiefe vom, ja, sie nennt ihn wohl auch den Herrn der großen Tiefe, nennt aber keinen wirklichen Namen dazu. Einfach nur schwarze Möwen, die sich auf die Schiffe setzen und dann die Pest über ein Schiff bringen. Sie sitzen da einfach, fallen dann irgendwann tot herunter. Und dann nach ein oder zwei Tagen werden auch die Matrosen, die an Bord sind und dienen, von dieser Pest erfasst und sterben dann die Schiffe selbst, fahren dann führerlos auf dem offenen Meer herum und werden dann von den riesigen Möwen mit ins Reich der Tiefe gerissen. Sehr merkwürdige Geschichte, hast du so noch nicht gehört und mag wohl das ein oder andere an Wahrheit behalten, also einen wahren Kern haben, die
kennst Möwen, die, man darf sie zwar nicht erschlagen aufgrund des Aberglaubens, aber die werden ziemlich oft krank und die bringen sehr oft dann auch den Tod, wenn man sich nicht um sie kümmert. Aber dass sie so groß und so schwarz sind, das ist ihr ja neu. Das ist wohl wirklich irgendwie Seemannskrank. Aber wenn man dann Schiffen auf offener See treibend begegnet, dann ist das ist auch etwas, was du kennst. Du hast dann irgendwie die Besatzung gestorben. Aber deswegen werden die noch lange nicht mit in den Himmel genommen oder nach unten gerissen. Gut. Dann, ja, könnt ihr euch am Hafen verteilt in euren kleinen Grüppchen neben Lagerhäusern aufhalten. Und der Regen fängt an. Ihr habt jeweils ein Fischerboot erspäht, was in den verschiedenen Kais liegt. Und so könnt ihr auf sie zugehen. Kleinen Moment. Ja. Ephadaos, Jalan und Myria würden sich gerne dem ehemaligen Ephad-Tempel nähern. Ist das? Ist das so? Ja.